Nimm dich in Acht vor Frauen, die sagen, ich werde langsam mal so weit anzukommen. Herzlich willkommen, mein Name ist Don John, professioneller Flirttrainer und Dating-Coach. Und auf meinem Kanal lernst du, wie du fernab vom Online-Dating und fernab vom sozialen Kreis einfach und entspannt jederzeit, wann immer du willst, neue Frauen im Alltag ansprechen, daten und verführen kannst. Das Problem der Männer in der heutigen Zeit ist, dass sie einfach einen Mangel an Frauen haben. Und wenn sie dann mal eine Frau am Start haben, dann wollen sie sie um jeden Preis behalten oder gehen einfach einen faulen Kompromiss ein. Und wenn die Frau sagt, sie will jetzt eine Beziehung oder nur eine Beziehung, dann sagen sie ja und amen und geben mit der Frau eine Beziehung ein, auch wenn sie wissen, dass es eigentlich nicht der Real Deal ist. Und vor allem, wenn die Frauen ein bisschen in die Jahre kommen, wenn sie 30, 35 Jahre sind und du befindest dich mit denen in der Kennenlernphase und die erwähnen oder lassen Sätze fallen wie, ja, ich suche langsam was Ernstes, ich will langsam setteln, ich will jemanden finden zum Heiraten, Kinder kriegen oder ich will langsam ankommen, Wurzeln schlagen, dann müssen immer bei dir die Alarmglocken hochgehen. Denn das bedeutet nichts anderes, wenn die Frau das sagt, dass es ja offensichtlich früher nicht so war, dass sie nicht ankommen wollte, dass sie sich ausgelebt hat, dass sie, was weiß ich, in Clubs, auf Partys mit den Nächstbesten auf die Toilette verschwunden ist oder ein Dreier oder Vierer hatte, sich von der ganzen Mannschaft hat durchnehmen lassen, jetzt mal überspitzt dargestellt, wobei es sicherlich genügend Frauen gibt, bei denen das auch zutrifft. Und warum solltest du solche Frauen, die erst die ja mit dieser Aussage, ich werde dann langsam mal so weit zur Ruhe zu kommen, sich verraten und offenbaren, wie sie früher gelebt haben, und zwar zügellos, dass sie ein bisschen rumgehurt haben, nichts dagegen rumzuhören, warum nicht, kann man auch machen, aber wenn du mit einer Frau was Ernsteres eingehen möchtest, dann ist das auf gar keinen Fall die richtige Frau, denn wenn sie einmal dieses zügellose Leben gelebt hat, dann ist es sehr schwer, das in der Beziehung zurückzudrängen. Sie wird immer mal wieder Gedanken haben und wenn man die Beziehung nicht läuft oder etwas langweiliger wird, ist es für sie leichter, die Reißleine zu ziehen oder dich zu hintergehen. Und deshalb darfst du so eine Frau nicht mit ihr mehr eingehen, keine Beziehung und erst recht nicht heiraten und Kinder machen. Das wäre dein Untergang, denn die Frau wird dich sehr wahrscheinlich wieder betrügen oder dich verlassen und dann hast du nicht nur einen emotionalen Ruin, sondern auch vielleicht einen finanziellen Ruin und das kannst du einfach vermeiden, indem du solchen Frauen gar keine Chance gibst. Das heißt nicht, dass du mit denen Spaß haben kannst, hab Spaß mit denen, aber lass dich nicht auf diesen faulen Kompromiss ein. Du bist mehr wert als Mann und vor allem, warum solltest du mit einer Frau eine Beziehung eingehen, die 30, 35 ist. Ich meine, wenn das dein Ding ist, wenn du voll auf diese MILFs abfährst, kann man machen, aber dann würde ich mir eine MILF nehmen, die keine MILF im klassischen Sinne ist, also die noch keine Kinder hat, dann mach es ruhig, aber du könntest genauso, egal in welchem Alter du bist, ob du jetzt 25, 30, unter 30 rate ich dir sowieso nicht unbedingt mit einer Frau in eine Beziehung einzugehen, weil du bist noch im Wachstum, du willst viele Abenteuer erleben, viele Erfahrungen sammeln, willst dich persönlich selbst weiterentwickeln und eine Frau, eine Beziehung, die hindert dich daran, wenn du immer dreimal die Woche oder viermal die Woche oder wer weiß, vielleicht zieht ihr dann schon zusammen, die mit ihr zusammen bist und die Bedürfnisse der Frau will ja auch gestillt werden. Das ist ja nicht nur Sex, sondern in der Beziehung, dann musst du mit ihr was unternehmen, machen, dich um sie kümmern und dann leidet automatisch dein Business drunter. Wenn du noch im Wachstum bist, vielleicht noch nicht weißt, wo genau deine Reise hingeht und du noch etwas schaffen möchtest, viel Geld verdienen willst oder zumindest dir was erarbeiten möchtest, dann ist eine Beziehung in dieser Phase in deinem Leben eh nicht sinnvoll. Heißt nicht, dass du Spaß haben kannst, Frauen mit denen ich ausleben kannst, aber das ist ja nicht so zeitaufwendig, wie wenn du wirklich eine am Start hast, mit der du mehr machst. Also unter 30, ich hab's gemacht, ich sage es aus eigener Erfahrung, also es ist das wirklich nicht wert. Und wie gesagt, wenn du dann selber mal überlegst, was Ernsteres anzugehen oder nicht, warum solltest du denn eine Ältere nehmen? Klar, wenn du auf eine Ältere stehst, warum nicht? Aber es gibt auch viele Jüngere, 25, 20-Jährige, mit denen du was machen kannst. Und das ist nämlich auch dieser Fehler. Es ist nicht so, dass sich jede Frau erst die Hörner abstoßen muss, bevor sie mit dir eine Beziehung eingehen kann. Und frag dich auch immer selbst dabei, hey, was eigentlich mit mir? Will ich denn aus freien Stücken eine Beziehung eingehen? Du kannst es einfach so dir erklären. Wenn die Frau auch so mit dir Sex haben würde, ohne dass du mit ihr eine verbindliche Beziehung eingehen musst, würdest du denn dann noch mit ihr unbedingt eine Beziehung eingehen? Stell dir vor, ihr habt guten Sex und regelmäßig trefft ihr euch, aber einfach eher unverbindlich, spaßeshalber. Vielleicht kuschelt ihr sogar mal ein bisschen, aber meistens eher ein bisschen locker. Würdest du denn dann von dir aus wirklich noch eine Beziehung mit der Frau eingehen?
Wenn ja, dann ist es vielleicht die richtige Frau. Aber dann, wie gesagt, achte darauf, dass du wirklich die richtige Frau an deiner Seite hast. Denn eine Frau, die sich vorher ausgelebt hat und jetzt auf braves Unschuldslamm macht, das wird nach hinten losgehen. Einmal immer das kann eine Frau einfach nicht verleugnen, vor allem wenn diese Dämme schon gebrochen sind und die so viel erlebt hat. Warum sollte sie auf einmal das vergessen oder sich zurücknehmen? Das wird schwierig sein. Das wird sehr schwierig sein, so eine Frau zu binden, zu halten oder zu unterbinden, dass sie dich nicht betrügt. Also besonders in der Beziehung oder auch zum Heiraten, Kinder kriegen, da musst du schon wirklich die Spreu vom Weizen trennen. Wenn es nur um Spaß geht, alles cool, aber du als Mann bist auch wesentlich wertvoller und du sollst es dann diesen Frauen nicht recht machen, die du früher vielleicht nicht bekommen hast, die dich jetzt wollen, weil sie merken, okay, ihr Haltbarkeitsdatum läuft langsam ab, denn du kannst vor allem, wenn du älter bist, wenn du 30, 35, 40 bist, dann bist du sowieso in den Augen der meisten Frauen mehr wert. Warum? Weil du in der Regel dann schon was aufgebaut hast, du hast mehr materiellen Reichtum erlangt und wahrscheinlich auch eine gute Karriere oder dich vielleicht sogar selbstständig gemacht, hast ein gewisses Standing und das macht dich automatisch noch interessanter. Also du brauchst da nicht denken, nur weil du jetzt 30 oder 35 bist, kriegst du noch diese Frauen. Das ist einfach nicht der Fall. Und wenn du jetzt sagst, hey, ist ja schön und gut, aber ich komme gerade aus einer Ehe oder aus einer Beziehung und fühle mich einfach nicht danach. Ich würde gerne neue Frauen ansprechen, aber ich traue mich nicht, bin unsicher oder ich habe einfach zu wenig Sex. Das muss ich ändern. Oder vielleicht bin ich sogar noch Jungfrau. Wenn das auf dich alles zutrifft und du da Unterstützung brauchst, dann kann ich dich gerne dabei begleiten auf diesem Weg. Unter dem Video ist ein Link zum kostenlosen Analysegespräch und oben rechts bei dem i auch. Da klickst du einfach drauf, dann wirst du weitergeleitet auf eine Testimonial Wall. Dann schaust du mal, wie ich den anderen vielen Teilnehmern schon vor dir helfen konnte. Kannst du die Bewerbung danach im Anschluss auch abschicken und ich melde mich dann innerhalb der nächsten 7 Tage bei dir und zeige dir, wie ich dir auch konkret helfen kann. Bis zum nächsten Video.